So Leute, in der letzten Folge sind wir, glaube ich, im krassesten Cliffhanger des gesamten Projekts hängen geblieben. Wir müssen auch Eisen aus dem End holen, um Eisenblöcke zu craften und die werden dann halt eingesetzt für die Beacons. Der Berg hier, das muss komplett weg alles. Ich freue mich da richtig drauf, huhu. Aber mal sehen, ich mache jetzt erstmal die Beacons. Und was heute wieder alles passiert, das kann ich schon wieder gar nicht in Worte fassen. Die Folgen momentan sind eh mehr als krank und wir haben heute wieder einen riesigen Plan vor uns. Eigentlich kann ich dazu nur sagen, dass Berge niemals ein Hindernis für uns sein werden. Aber ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit dem Video. Es ist wieder ultra viel Zeit reingeflossen. Ich kann diese Stunden gar nicht zählen, die da immer reinfließen. Weswegen ich mich über ein Like und vielleicht eine Bewertung sehr freuen würde. Viel Spaß mit dem Video. Okay, kurzes Zwischenupdate, Leute. Ich habe jetzt hier schon mal die ersten Eisenvorräte aufgebraucht und zu Eisenblöcken gecraftet für die Beacons. Damit wir das alles mal im Blick behalten. Vorher waren es ja 72 Doppelkisten. Ich glaube, ich habe jetzt 6 Doppelkisten hier drin. Ja, ist schon ordentlich was und das ist gerade mal der Anfang. Also wirklich der Anfang vor dem Anfang eigentlich. So, und mit genug Eisen im Gepäck kümmere ich mich jetzt erstmal um die Beacons. Ich habe schon zweimal gesagt, glaube ich, ne? Ja, ihr wisst ja Bescheid. So Leute, ich gucke jetzt bewusst auf den Boden. Auf jeden Fall habe ich eine Weile gebaut und ich finde, es sieht unfassbar krank auch aus. Ich habe auch ein paar Lecks, weil ich die Sichtweite ein bisschen hochgestellt habe, dass ihr alles seht. Wir haben jetzt verbaut 2 Beacons, jeweils einen für Eile, einen für Speed. Pro Reihe im Prinzip 6 Beacons und wir haben 5 Reihen, also 1, 2, 3, 4 und da hinten ist noch eine, die wird nicht gerendert, 5. 5 mal 6 sind 30 und dazu haben wir da noch 2 äußere und da hinten noch 2 äußere, heißt plus 8 sind 38 Beacons, die wir jetzt hier verbaut haben. Diesen Teil des Berges hier, aua, muss ich noch abreißen und das leckt mir zu hart, wir müssen mal die Sichtweite ein bisschen runterstellen wenigstens. Den Teil des Berges hier auf jeden Fall muss ich noch unbedingt zwingend abreißen und dafür brauche ich da noch die Effekte. Man sieht halt, dass hier jetzt wirklich was passiert und vor allem könnt ihr jetzt auch mal die Fläche einschätzen, die wir hier eigentlich bebauen werden. Das hier wird alles Haus, ne? Das wird alles Lagersystem, was hier jetzt momentan an Beacons steht. Es ist ganz krank, es ist ganz insane und ich bin auch unfassbar hyped jetzt auf den Bau, weil jetzt sind alle Grundzüge gelegt und jetzt könnte ich eigentlich wirklich straight up durchbauen. Das ist alles fertig. Guckt euch das mal bitte an, das ist einfach... Holy shit, das ist nur ein Abteil für ein Haus, das alles hier. Ich meine, what the fuck, guckt euch das an. Es sieht einfach... Uff. Es ist einfach ganz krank. Und ich weiß auch jetzt schon, dass das Haus, wenn es dann einmal steht, das wird eine ganz kranke Nummer. Boah, allein wenn ich mir vorstelle, wenn ich hier stehe und das Haus geht ja so circa bis da. Und, Alter, wir haben jetzt hier die Beacons gesetzt und weiter geht's jetzt als nächsten Schritt mit dem Terraform. Bedeutet, wir werden hier einmal da, wo die tieferen Stellen sind, wird alles im Prinzip ausgefüllt mit Böcken. Bedeutet einfach gesagt, ich schnapp mir ganz viel Erde und dann wird hier das alles im Prinzip so ausgefüllt, dass wir alles auf die Höhe bringen und der komplette Berg wird dann als nächstes abgerissen. So wie der kleine Berg da, der Berg da. Und ich würde euch viel Spaß mit der Timelapse wünschen wahrscheinlich, weil hier wird jetzt eine ganze Menge passieren. Ich bin unfassbar hyped. Let's go! So Leute, wieder ein kleines Update. Ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt gestern Abend hier die Fläche im Prinzip komplett eigentlich begradigt. Beziehungsweise, was heißt komplett? Die ersten Teile habe ich begradigt. Auf jeden Fall, ich will mich jetzt hier um diesen Berg kümmern. Der Berg wird ja hier komplett abgerissen, also komplett. Das sieht man jetzt ziemlich gut, glaube ich, hier rum, ne? Dann geht es ja da, wo ich gerade lang geflogen bin, bis nach hinten. Das alles hier wird komplett abgerissen. Der kommt komplett runter, hier alles weg. Und ich habe nur noch eine Doppelkiste an Schalkerkisten. Das klingt jetzt erst einmal viel, aber das ist für den Stuff, den wir da bekommen, sehr, sehr wenig. Und ich will, dass ihr eine ordentliche Timelapse habt. Deswegen mache ich mich jetzt nochmal auf den Weg zum End. Habe jetzt auch schon allen Stuff dafür, was ich irgendwie gebrauchen könnte dabei. Und im End geht es dann da dran, Schalker zu holen und dann noch mehr Schalkerkisten zu machen, weil die brauchen wir. Ich brauche schon ewig eigentlich mehr Schalkerkisten. Schalkerkisten sind das A und O. Davon kann man nie genug haben. Ja, aber ich fliege jetzt hier ein bisschen rum. Ich habe auch nicht nur ein Stack Raketen dabei. Ich habe hier
Da habe ich ganz viel Sexfeuerwerk-Raketen. Also wir können eine ganze Weile rumfliegen. Und ja, let's go, würde ich sagen. Huch. Und dann haben wir erstmal die Festung gesucht und zahlreiche Schalker getötet. Wir haben eine Elytra einfach gefunden. Und auch nicht nur eine. Eigentlich war das Ziel erst so ein Stack an Schalker-Schalen zu suchen und dann wieder aus dem End rauszugehen. Doch, ein Stack. Ja, war vielleicht ein bisschen untertrieben oder so. Aber ich habe dann Updates nach Updates gemacht und wie viel wir am Ende tatsächlich gelootet haben. Vielleicht habe ich es auch wieder ein bisschen übertrieben. Das zeige ich euch jetzt. So Leute, ich habe jetzt hier die erste Festung gelootet und dann haben wir hier den Rest Loot. Also es ist eine Festung, es ist unfassbar und dort ist die nächste da. Begebe ich mich jetzt direkt hin. So, Festung Nummer 2 gelootet und wir haben das Ziel jetzt schon fast erreicht. Ich denke mal, ich werde auf 2 Stacks Schalker Schalen gehen oder vielleicht sogar 3. Da, ich weiß nicht, bei welcher wir waren, aber irgendwo von denen waren wir schon und hier ist einfach noch eine dritte. By the way, ist das jetzt schon die dritte Elytra, die wir hier rausholen. Und das ist einfach sehr gut. Das brauchte ich schon die ganze Zeit eigentlich. Aber das Wichtigste ist immer noch dieser Dragon Head, Alter. Ich liebe den. So, Leute, nach einem ewigen Cut sehen wir uns dann auch mal wieder. Und ich bin gerade ein bisschen dabei, am Ziel hinauszuschießen. Ich habe jetzt, ja, so 2,5 Stacks Schalker Schalen und fahren jetzt auf jeden Fall auch noch ein Stückchen weiter. Wir haben jetzt hier diesen komplett voll mit Diamant-Stuff, Eisen-Stuff, Pferderüstung und mit Sätteln und so. Und dann haben wir hier außerdem noch, das ist das Falsche, hier haben wir noch, ja, noch ein bisschen mehr Stuff. Und da kommt jetzt auch noch eine ganze Menge dazu. Wie gesagt, ich loot weiter. Und ja, ich wollte euch mal ein Zwischenupdate geben. Ja, es ist krank, jede Endtour ist einfach immer wieder so krank. So Leute, 3 Stunden später. Ich habe ja gesagt, wir farmen so ein Stack, ne? Habe ich gesagt, wir sind jetzt bei 3 Stacks und 10 Stück. Jetzt gehe ich aus dem End raus und dann zeige ich euch mal das komplette Endergebnis gleich, wenn ich in der Overworld wieder bin. Ja, das ist die Ausbeute. Es ist gut gelaufen und was, denke ich, die niceste Schalker-Chest aller Zeiten in dem gesamten Projekt ist. Ja, wir haben ein bisschen Stuff gefarmt. Hat sich auf jeden Fall heute wieder gelohnt. Also dafür, dass ich jetzt, glaube ich, 3 Stunden unterwegs war oder so, ist schon ordentlich was bei rumgekommen. So, Leute, ich habe jetzt hier einmal alles vorbereitet, was wir brauchen. Und jetzt... Puh. Ja, das sind jetzt, glaube ich, so 2 Doppelkisten an Schalker-Kisten, die wir dann wieder zusammen haben. Es ist eine ganze Menge, aber ihr seht ja auch, ich brauche die wirklich dringendst, also sehr dringend. Und ich bin mir auch echt sehr sicher, dass wir diese ganzen Schalker-Chests, also das wird nicht genug sein, wir werden in Zukunft auch auf jeden Fall noch mehr brauchen. Aber das seht ihr ja dann, ich muss jetzt noch, bevor ich hier mit unserem Berg anfange, neue Raketen craften, den Stuff aussortieren, den wir jetzt gefarmt haben und danach... mache ich mich an den Berg. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Timelapse, die seht ihr jetzt, glaube ich. Und ja, es wird ein Akt. Es wird ein fetter Akt. Also guck mal, wir müssen ja wirklich hier eigentlich einmal das gesamte Gebiet, wo ich jetzt drumrum im Kreis fliege, das muss einmal komplett weg, alles hier. Dieser gesamte fette Scheißberg. Also es wird auf jeden Fall ein riesiger Spaß. Aber naja, Schalker Chests haben wir jetzt erstmal genug, da kann ich den ganzen Stuff reinpacken. Und dann habt ihr auch eine nice Timelapse, die es zu glubschen gibt. Alter, es ist schon echt eine wilde Veränderung, die jetzt hier in den letzten Tagen stattgefunden hat. Ich freue mich echt auf die Zukunft, no joke. Es ist
mehr als krank. Wir haben eine ganze Menge geschafft, Jungs. Der Berg ist weg. Ich will euch gar nicht erzählen, wie viele Wochen ich, glaube ich, jetzt hier dran gesessen habe. Also wirklich, ich glaube, 1,5 Wochen oder so habe ich jetzt gebraucht. Täglich bestimmt 3 bis 4 Stunden abgehoben. Wir haben hier, die Doppelkisten sind voll. Ich habe es auch schon einmal entleert dort. Es ist eine ganz kranke Nummer. Wir haben jetzt da vorne noch ein bisschen Erde zu setzen. Und die nächste Mission ist es dann in der nächsten Folge, hier im Prinzip alles überzudecken. Hier muss überall Erde drüber. Und dann wird dieser Berg noch abgerissen. Und dann kann es losgehen mit dem Bau unseres Hauses, Lagerhauses, unserer Villa. Es ist echt... Was ist hier passiert? Es ist krank. Ich habe jetzt einmal zwischendurch schon unsere kompletten Picken repariert. Bei Villager war das. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel Zeit hier reingeflossen ist. Wie einfach alles. Es ist ganz, ganz krank geworden. Wirklich, es ist einfach krank geworden. Hier, ich meine, guck mal, der komplette Abteil. Das hier. Dieser komplette Abteil bis hinter den Berg da hinten, bis zu dem roten Pfeiler, muss noch gerade gemacht werden. Das muss alles auf eine Ebene gebracht werden. Und danach muss der Boden reingezogen werden und danach kommt das Haus. Und dann die Inneneinrichtung vom Haus. Es wird eine todeskranke Nummer. Ich traue mich gar nicht, da in die Nähe zu sehen. Seht ihr dort das Dorf? Seht ihr oben rechts das Icon? Ja, ich habe Böses oben. Hier war nämlich so eine Villager-Gang. Der eine wollte mich töten, hat es aber nicht geschafft. Und dann habe ich irgendwie den Effekt bekommen, weil er an meiner Dornrüstung gestorben ist. Und jetzt habe ich den Effekt, das wird nächste Folge direkt zu Beginn was Spannendes. Denn wir haben bis jetzt nur einmal gegen ein Böses Omen gekämpft, beziehungsweise gegen so ein Raid. Es ist jetzt die letzten, ich würde sagen, 3 Folgen, waren genau das, was ich 1,5 Jahre, glaube ich, gesagt habe in den Folgen, dass es irgendwann mal richtig krank ausarten wird. Und genau da sind wir jetzt angekommen. So wird es jetzt immer weitergehen und das macht mich einfach unfassbar glücklich, weil ich genau das mache. Kann, worauf ich mich so lange vorbereitet habe, wofür ich die ganze Farm gebaut habe, wofür ich so viel geplant habe. Es ist einfach nice. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie in dieser Timelapse, die ja nicht unbedingt lang war, zeigen, was hier eigentlich für eine Arbeit hintersteckt. Ich glaube, das kriegt man gar nicht richtig mit. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal in 7 Tagen zur gleichen Uhrzeit wieder. Und lasst doch gerne mal ein Like und einen Kommentar da. Könnt ihr mal gerne sagen, wie ihr das hier findet oder so. Ist sehr interessant, ne? Bis dann.